Ein neues Gesicht und ein neuer Fall in der aktuellen Rechtsprechung in 200 Sekunden. Ich stelle Ihnen eine neue Entscheidung des EuGH zur Auslegung von Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung mithin zum Schadenersatz bei Datenschutzverstößen vor. Das ist ein datenschutzrechtlicher Fall, der allerdings Bezüge zum Europarecht und zum Deliktsrecht hat und damit hoffentlich für Sie examensrelevant ist. Der Sachverhalt ist folgender. Vor ein paar Jahren kam heraus, dass die österreichische Post, ein wichtiger Adressdatenhändler, Informationen über die politischen Präferenzen von mehr als 2 Millionen Österreichern erstellte. Und zwar hat die Post mithilfe von Algorithmen Personen ohne deren Zustimmung als Zielgruppenadressen für mögliche politische Werbung definiert. Der Kläger war damit nicht einverstanden, dass ihm eine Affinität zu einer bestimmten politischen Partei zugeschrieben wurde. Und er machte geltend, dass er Ärger, Vertrauensverlust und Bloßstellung erlitt. Er verlangte Unterlassung sowie Schadenersatz wegen Verstoßes gegen die DSGVO. Der Schadenersatzanspruch ergibt sich aus Artikel 82, wonach jeder Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entsteht, Anspruch auf Ersatz hat. Die österreichischen Instanzgerichte gaben der Unterlassungsklage statt, weil tatsächlich ein Verstoß gegen die DSGVO vorlag, aber sie wiesen die Schadenersatzklage ab. Der Grund war, dass der immaterielle Schaden des Klägers, also sein Gefühlsschaden, nicht die nach österreichischem Recht erforderliche Erheblichkeitsschwelle erreichte. In letzter Instanz war der österreichische Oberste Gerichtshof mit der Sache befasst, der dem EuGH 3 Fragen zur Vorabentscheidung vorlegte. Zu diesen 3 Fragen entschied der EuGH wie folgt. Als erstes, es ergibt sich noch kein Anspruch auf Schadenersatz aus bloßem Verstoß gegen die DSGVO, sondern nur bei einem aus Rechtsverstoß erlittenen Schaden. Das ergibt sich aus dem Wortlaut der Norm, der klar zwischen dem Verstoß und dem Schaden trennt. Zweitens, hinsichtlich der Modalitäten der Rechtsbehelfe, also zum Beispiel der Bemessung des Schadenersatzes, bestimmt nationales Recht. Allerdings müssen nationale Gerichte dabei die Unionsvorgaben der Äquivalenz und der Effektivität beachten. Also der Rechtsbehelf darf nicht ungünstiger als für gleichartige innerstaatliche Sachverhalte sein und die Ausübung von Unionsrechten darf nicht übermäßig erschwert werden. Und als drittes und vielleicht am wichtigsten in diesem Fall, nationales Recht darf keine Erheblichkeitsschwelle vorsehen. Und zwar gibt es schon in der DSGVO keinen Anhaltspunkt für eine Erheblichkeitsschwelle. Und der EuGH sah die Gefahr, dass eine Schwelle unterschiedlich ausgelegt würde, je nach nationalen Gerichten. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass dies ein wichtiges Urteil zur Klarstellung des Artikel 82 der DSGVO ist und zum Verhältnis von nationalem und Unionsrecht. Der EuGH wählt einen Mittelweg zum Schadensbegriff. Er verlangt mehr als eine bloße Rechtsverletzung, aber noch keine Erheblichkeit. Im Vergleich zum deutschen Recht stellt sich das Schadenersatzrecht nach der DSGVO damit als großzügiger dar. Sie werden sich erinnern, dass die Geldentschädigung im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, im deutschen Zivilrecht, nur bei einem erheblichen, schwerwiegenden Eingriff eingreift und der Anspruch außerdem der Subsidiarität unterliegt, also nur dann zur Verfügung steht, wenn kein anderer Rechtsbehelf eingreift.